Frau Müller, kann man etwas dagegen tun, gegen zum Beispiel Konsumismus oder auch? Ich möchte zuerst auf dieses Begriff, der ja unsere heutige Diskussion bestimmen soll, des Einzelnen zurückkommen, des Individuums. Und es wurde gesagt, die osteuropäischen Länder seien Verlierer, die jetzt zu Europa kommen. Sie sind natürlich Verlierer, aber sie mussten ja, sie mussten ja Verlierer sein. Also in Diktaturen kann man nur Verlierer sein, weil in der Diktatur das ganze Wertsystem auf den Kopf gestellt wird. Und für mich ist es auch ein Problem, dass jetzt, wenn wir vom Einzelnen sprechen, ich glaube, das ist auch ein Problem all dieser Länder, die Diktaturen hatten, dass der Einzelne überhaupt erst begonnen hat zu sein oder erlaubt zu sein, nachdem die Diktatur vorbei war. Es gab ja keinen Einzelnen, es durfte ja kein Individuum geben. Es gab ja zum Beispiel die Begriffe Nichtanpassung ans Kollektiv und Individualismus war ein schlimmes Vergehen im Sozialismus, aber dafür hat man seine Stelle verloren. Als eines der Argumente, wofür ich öfter aus der Schule zum Beispiel rausgeschmissen wurde als Lehrerin, war Individualismus. Das war ein ganz schlimmes Wort. Individuum war negativ besetzt. Und ich weiß, also ich weiß es vielleicht am besten für Rumänien, wo ich auch nicht sehr oft bin, aber diese Länder hatten ja gar keine Zeit noch, das Individuum zu entwickeln. In Rumänien ist das noch nicht selbstverständlich, dass der Einzelne etwas zählt oder dass alle Einzelnen gleich viel zählen, dass eine Zivilität entsteht, in der der Einzelne als Existenz, als Mensch den gleichen Wert hat. Das ist eine hochkomplizierte Angelegenheit und ich glaube, die kann nur in der Freiheit entstehen. In Diktaturen lassen sowas gar nicht zu. Und ich glaube, darum wird es auch für all diese Länder kompliziert sein, zuerst einmal den Einzelnen, dass der Einzelne sich wirklich als Einzelner selber zuerst mal wahrnehmen kann und zweitens auch von einem anderen als Einzelner geachtet werden kann. Das ist, ist gar nicht so leicht, ist gar nicht so leicht zu machen. Und mit diesem Konsumismus und Nicht-Konsumismus und Kapitalismus und ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin keine Politologin, ich bin keine Soziologin. Ich weiß nur, dass in diesen osteuropäischen Ländern, ich war vor kurzem auch in Ungarn, dass die Schere sehr weit aufgeht, also dass die Unterschiede zwischen den Menschen sehr, sehr stark werden, dass es, es tut weh, wenn man Leute, selbst in Budapest, von Rumänien will ich gar nicht reden, das ist sowieso noch einmal mehrere Stufen von, sowieso von der wirtschaftlichen Situation, auch von der Armut, noch einmal weiter nach unten gerutscht gewesen. Und ich meine, es ist ja immer eine Aufholgeschichte. All diese Länder haben ja das aufzuholen, was diese Diktaturen kaputt gemacht haben. Es sind Nachlassenschaften von Diktaturen und aber wie soll man es anders machen? Und es werden auch viele Dinge natürlich auch verloren gehen. Es werden viele Leute auf der Strecke bleiben. Selbst in Ostdeutschland muss man das ja heutzutage sehen. Es gibt ja ständig jetzt neuerdings Artikel über die Entvölkerung, also wie viele Menschen abwandern, also dass ganze Gegenden unbewohnt sein werden, dass man nur noch Investitionen machen kann in Orten, wo es sich dann wirklich auszahlt oder wo es absehbar ist, dass es sich auszahlt. Ich weiß nicht, was man sonst machen kann. Und, aber ich würde in solchen Dingen auch immer von der Freiheit reden. Also es ist ja auch durch die Freiheit, dadurch, dass die Sowjets zum Beispiel nicht mehr zugeschlagen haben, möglich geworden, dass diese Diktaturen verschwunden sind und dass diese Länder sich selbst entscheiden können. Es ist ja auch so gewesen, dass es gab ja nicht nur das Individuum nicht, aber es gab ja auch fast keine nationalen Interessen. Durften denn die Länder unter den Sowjets wirklich ihre eigenen Interessen formulieren? Doch nur am Rande oder nur unauffällig.
nicht mehr bin. Das ist ja auch wieder ein Punkt. Und das, das sind ja auch viele Dinge nachzuholen. Und es sind viele Dinge, es wird gehetzt. Es wird gehetzt. Und um sich bereit zu machen, um so weit zu sein, dass es klappt, nicht? Und hetzen ist immer anstrengend.